Gut, wir haben jetzt schon relativ viel in der Theorie darüber gesprochen, wie denn so eine Überwachung aussehen kann, was denn da vielleicht für Daten abfließen können. Wir haben jetzt hier mal eine kleine Demo. Da können wir mal zeigen, wie das dann in der Praxis aussieht für den Angreifer, was der am Ende sieht. Kannst du gerne mal erläutern. Das ist jetzt von einer dieser Firmen die Webseite, die man sieht, wenn man einen Account dort hat. Ich habe eine Übersicht, Gerätename, in welchem WLAN es gerade verbunden ist, wie der Akkustand ist, eine Straßenkarte, wo ich sehe, wo das Gerät sich gerade befindet, plus halt so eine Historie über die letzten Events, wie zum Beispiel, es gab einen Anruf von einer Susi, es wurden Nachrichten mit einem Manu geschrieben. Ich kann auch relativ Statistiken mir angucken über das relative Verhalten der Person, wie oft surft die Person, wie oft werden Anrufe gemacht, fotografiert und habe quasi so einen groben Überblick erstmal. Wenn man dann reingeht, geht es sehr, sehr in die Tiefe. Wir haben zum Beispiel für alle möglichen Spezialsachen Unterseiten, wie zum Beispiel einen Keylogger. Das ist der Extremfall, wo es darum geht, dass alles, was getippt wird, mitgeschnitten wird und dann hier erscheinen würde. Ich habe für Social Apps einen eigenen Bereich. Und da können wir zum Beispiel sehen, dass diese Software sich spezialisiert hat auf alle möglichen anderen Programme. WhatsApp wird mitgeschnitten, dann habe ich eine Übersicht, wo ich die einzelnen Kontakte sehe, jeweils mit, was haben die geschrieben. Und das geht dann halt auch so weiter. WhatsApp-Dateien, die versandet worden sind, Calls, Facebook, Snapchat, Skype, die Liste ist lang, lang und halt auch Software wie Tinder ist mit drin. Mhm. Es sind hier keine Daten vorhanden gerade, aber da könnte man jetzt auch halt die Kommunikation zwischen mehreren Personen sehen. Und dann ist auch klar, dass es hier nicht mehr um Kinder geht oder Mitarbeiter, klar, wenn man aus diesem Kontext rausgeht und halt Social Apps drin hat. Ganz interessant ist auch, es gibt hier noch diesen Punkt Geofencing. Das heißt, hier kann ich, wenn ich jetzt ein Gerät überwachen will, festlegen, in welchem Bereich ein Gerät sich befinden sollte. Und wenn sich das Gerät mit der entsprechenden Person dann aus diesem Kreis rausbewegt, dann bekomme ich eine Benachrichtigung. Das heißt, ich bekomme sofort mit, wenn mein Kind oder eben mein Partner, meine Partnerin das Haus verlässt, um irgendwo hinzugehen. Das ist ja schon so ein bisschen eine elektronische Fußfessel, oder? Ein bisschen wie in Saudi-Arabien mit dieser App, die die Frauen am Verlassen des Landes hindern sollte. Okay. Hier unten kann man auch übrigens auch noch sehen, dass wir direkt die Möglichkeit haben, den Support anzuschreiben und bei Fragen und Problemen uns direkt Hilfe zu holen. Also Support, Wahnsinn, muss man neidlos anerkennen, können sie. Ja.